Hey ho Leute, willkommen zurück bei Let's Play Homefront. Wir machen weiter. Wir sind Ja, jetzt einen gerade Applaus. dabei, unsere erste richtige Mission zu machen. Wir haben im letzten Part hier dieses kleine, ja, Paradies auf Erden, ein kleiner Garten Eden, den Hey, haben wir Garten durchquert. in Farm und Der letzte los. Zuflucht der Menschen. Und jetzt heben wir unsere Waffe auf. Und alles, was dazugehört. Gleich auf alles auf einmal. Und jetzt ab nach unten. In den Fluchttunnel, nehme ich an. Um uns dort mit Hopper zu treffen. Leitern geht er übrigens komplett alleine runter und hoch. Also da muss ich nichts mehr für drücken. So, jetzt kommt Connor. Kommst du auch noch? Nö, er hält da oben erstmal die Tür noch ein Stündchen offen. Aber freut mich wirklich zu hören, dass Der Connor überlebt hat. Diese Tunnel zu Beginn der Besatzung gegraben. Unter Montrose gibt es fast 3 Meilen an Durchgängen. Wir haben sie überall gegraben, außer natürlich unter der Mauer, die uns einsperrt. Das Scheißteil geht runter bis aufs Grundgestein. Wenn wir dieses Land befreien, nehmen wir die Mauern auseinander. Scheiß drauf, ich werde sie in die Luft jagen, wenn wir die Stadt verlassen. Wenn die Koreaner wüssten, was die Freiheitskämpfer hier alles baut haben, um sie zu unterwandern, dann würden die das bestimmt schon längst zerstört haben. Aber ein Glück wissen sie es nicht. Und es sollte auch bitte so bleiben. Oh, hallo Hopper. Hey Jacobs, das war gute Arbeit. Danke für die Hilfe mit Goliath. Bleib an der Zielvorrichtung. Anscheinend hast du den Bogen raus. Schön, dass du es überlebt hast, mein Freund. Der die war ja hier am Verbluten. Die Zelle hat den Lieferwagen und den Mörser geliefert, aber da ist ein Wachturm zwischen uns und dem Spielplatz. Wieso haben wir den nicht ausgeschaltet? Beim letzten Mal war er noch nicht da. Wir können vermutlich einen Weg herumfinden. Nein, wir dürfen sie nicht am Leben lassen. Ganz schön gefährlich. Das sollten wir vielleicht aufpassen, damit das uns der Scheinwerfer hier nicht erwischt. So, mach bitte die Tür auf. Ihr könnt das ja so gut. Ich kann da schließlich nicht durch Türen gehen, wenn ihr den nicht aufmacht für mich. Vorsicht! Diese Wachtürme haben eine 20 mm Automatikkanone mit KU-Bandradarverbindung. Die Feuerleitsysteme sind... Granate an die Rückseite des Dings. Ja. Wir müssen weiter die Straße rauf. Wir warten, bis der Scheinwerfer vorbei ist und rücken dann vor. Okay. Wer vom Scheinwerfer erfasst wird, geht in Deckung und wartet. Die Dinger sind schlau, aber nicht so schlau. Ich zuerst. Dann geh. Ich werde jetzt erstmal gucken, was der macht. Ah ja, auf jeden Fall hier hinter dem Wagen in Deckung gehen. Ich glaube, das wäre vielleicht eine gute Idee. Los! Ah, das hat super geklappt. So, warte mal. Wir warten, bis der Scheinwerfer hier durch ist. Der geht jetzt rückwärts, stimmt's? Jetzt kann ich rennen, ohne dass ich entdeckt werde. Ich rücke vor. Man sollte hier gut abwarten. Ich warte Zu mal. Mir. Okay, er fährt jetzt gleich wieder an mir vorbei. Jetzt kann ich vor. Jacobs, den musst du erledigen. Ich werde zu alt für diese Scheiße. Das ist aber nicht gut. So, lass mal gucken, wo ist er gerade? So. Jetzt kann ich. Weiter, ich geb dir Deckung. Ja, es ist gar nicht so schwierig, wenn man weiß, wie sich dieses Ding bewegt. Jacobs, vorrücken und ausschalten. So, jetzt kann ich. Augen zu und durch. Ja, ich bin ja schon ganz dran. Jetzt müssen wir nur noch den letzten Schritt machen. Wirf eine Granate dahinter. So. Zielt auf den Gastank an der Rückseite des Tores. Wir hätten den. Gut. Und der hat mich im Prinzip nicht erwischt, oder? Egal, wir haben ihn, das passt. Wir haben gerade einen Wachturm weniger als 100 Yards vom Tunnelausgang zerstört. Bleib, wo du bist. Das werde ich. Bis bald. Das hat bestimmt irgendwer gehört, der dem das vielleicht nicht so gefällt. Ah, danke fürs Aufmachen. Ich gehe schon mal rein. Hallo. Seid leise. Da vorne. Ich dachte, die Patrouillen wären weg. Das waren sie auch. Die nächste kommt erst in 6 Stunden. Scheint, als wären sie früh dran. Wenn wir angreifen, müssen wir es schnell tun. Nutzen wir das Überraschungsmoment. Der Mann auf dem Dach ist ein Problem. Jacobs, er gehört dir. Okay. Mit deinem Schuss geht's los. Das heißt, ich kann hier durchs Fenster schießen und muss den Typ auf dem Dach erledigen. Wir warten auf dich. Okay, wir haben ihn. Jetzt raus. Na komm, kommt her. Ich knall euch alle über den Haufen. Alter, wie viele sind denn das? Das sind aber mehr als ein paar. Oder es ist einfach eine sehr große Patrouille. Einmal frisst man eine Granate. Komm, der Typ im Fenster gehört mir. Mehr hast du nicht drauf.
So, hoffentlich trifft meine Granate irgendwas. Ja, perfekt. Ich habe sogar ein paar getötet. Ne? Wow, ich wollte gerade sagen, ich gehe mal hier hinten durch. Aber die Idee hat die wohl auch. So, wer trifft mich jetzt noch? Rest meine letzte Granate. Ich hoffe. Ach komm, die müsste ja nicht gut liegen. Ja, guck mal, drei Stück auf einmal. Ne, zwei nur. Schade. Egal. Trotzdem nicht schlecht. Wir müssen dieses Haus räumen. Ich gebe Deckung. So, ich wechsle mal hier eben meine Knarre, weil die haben ja offensichtlich mehr Munition für ihre Waffen. Ins Haus, passt auf eure Ecken auf. Was für Ecken? Wow! Fick dich, ey. Rein! Ich könnte eigentlich auch mal mit Nahkampf hier was machen, oder hier. Losgeschickt haben, als der Wachturm ausgefallen ist. Früher habe ich in der Nachbarschaft patrouilliert. So, muss ich jetzt? Nein. Es sind immer die Türen aufmachen. Hier lang. Das ist die Landezone? Gunnison hat den Ort gewählt. Brooks hat einen seltsamen Ort. Ach, guck an. Einmal lesen bitte, wenn es interessiert. Und wir hatten Angst, dass die KVA diesen Ort findet? Sicher, aber wir bringen den Kampf zu ihnen. Wenn der Überfall heute Nacht gut läuft, werden diese Bastarde eine ganze Weile beschäftigt sein. Ab hier ist das Spiel übrigens blind für mich, ne? Also ich habe nur die erste Mission gespielt. Das heißt, da, wo wir in diesem Garten aufgewacht sind, habe ich schon aufgehört. Rihanna ist da drin. Ach, die ist schon unterwegs? Nicht schießen. Huhn, alles okay? Mir geht's gut. Ach, hallo, du. Okay. Was hast du das Schickes da drin? Hat die Garnison-Zelle die Mörsergeschosse geliefert? Aber die haben Mist gebaut. Das sind die Falschen. Nein, haben sie nicht. Das ist weißer Phosphor. Ich habe den Deal verbessert. Was? Du wusstest davon? Was soll der rührselige Scheiß? Wir sind im... Oh mein Gott. Der Wachturm hat mich erwischt. Das ist eine Menge Blut. Die Sender. Wir müssen... Oh, ganz ruhig. Wir kommen schon klar. Tod nützt uns nichts. Er hat recht. Spart eure Energie für den Trip nach San Fran. Connor. Nimm das. Mein Was? Abzeichen. Achso, Connor nicht. Finde Arnie, er wird sich um dich kümmern. Ich bring Boone nach Hause, dann treffe ich euch an der Überführung. Leute, passt auf euch auf. Vielleicht wird er wirklich schon zu alt dafür. Lasst euch nicht unterkriegen. Erkunden Sie das Arbeitslager. Und jetzt zusammen mit Connor, der wohl unser neuer Boss zu sein scheint. Ist aber nicht schlecht, weil der hat's eigentlich drauf. Der ist zwar ein kleines Arschloch, aber ich meine, das muss man wohl auch sein in so einer Welt. Ich hoffe, er schafft es. Ist wohl nicht das erste Mal, dass er angeschossen wurde. Ich weiß. Ich meine ja nur. Er wird es schaffen. Ja, ich denke auch. Das müssen die Waffen sein, die Brooks uns versprochen hat. Jacob, such dir eine aus. Wir warten draußen. Also eigentlich möchte ich ja meine Knarre behalten, ne? Aber die da hier sieht schon sehr, sehr geil aus. Ohne Desert Eagle habe ich gerade richtig gesehen. Nee, anscheinend nicht. Okay. Ich behalte jetzt mal die hier mit dem Schalldämpfer. Das könnte vielleicht von Vorteil sein, wenn ich da eine habe. Und einem ohne. Nun gut. Dann eben keine Pistole. Ach, guck an, mal ein größerer Spielplatz. Der Spielplatz, jetzt kapier ich's. Ey, ich stand doch noch in der Tür und mach dir einfach da. Schon zu. Das Arbeitslager ist am Ende der nächsten Straße. Was ist der Plan? Das Eingangstor sollte nur leicht bewacht sein. Wir machen etwas Krach, schalten ein paar von ihnen aus und locken den Rest aus dem Lager. Dann schleichen wir uns durch die Hintertür. Guter Plan eigentlich. Ihr seht schon, wenn man sich hier umguckt, findet man wirklich an jeder Ecke so einen blöden Zeitungsartikel. Wenn man die alle findet, gibt es eine Auszeichnung. Ich habe ehrlich gesagt vor, mir die zu schnappen. Deswegen werde ich mich hier immer mal wieder ein bisschen besser umgucken. Ich hoffe, ihr könnt mir das entschuldigen. Ich habe da hinten auch schon einen glänzend sehen. Das mache ich einfach, weil ich das Spiel gerne komplett lösen möchte. Ist halt perfekt, ich konnte es durch den Boden nehmen. Und ihr wisst ja, ihr dürft immer fleißig auf Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. Und ich sammle die eigentlich nur der Vollständigkeit halber ein. Durchlesen werde ich mir die mit Sicherheit nicht alle, denn da wäre ich wirklich... Alter, hier liegt noch einer. Ihr seht, da wäre ich sehr lange beschäftigt damit. Wenn ich die wirklich alle lesen sollte. Naja, drei Stück gefunden, das ist, glaube ich, eine gute Quote. Das nennst du leicht bewacht? An den Plan halten. Na komm. Wow. Leicht bewacht ist anders. Laut in 3, 2. Jetzt abwerfen! Rücke vor! Ich weiß nicht, ob ich hätte schießen sollen, aber er hat irgendwas von Abwerfen gesagt. Also ich wusste nicht genau, was er meint. Wahrscheinlich eine Granate, ne? Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Scheiße. Da oben.
Wow, ich hab... Oh. Das ist total beschissen mit den Granaten, mit diesem Granatenzeichen. Das ist, kommt viel zu spät und das ist... Da, das hier. Das ist viel zu unscheinbar. Das fällt einem gar nicht auf. Sie standen hier oben auf dem Dach, stimmt's? So, einer weniger. War's das schon? Wachtürme! In Deckung! Okay, wo sind Wachtürme? Perfekt, einen hätten wir. Und jetzt sind er noch. So, die werden also alle. Das wird den Wachturm beseitigen. Ja, das haben wir doch gerade schon mal geschafft, irgendwie. Hier, warte mal, fress meine Granate. Das müsste es geklärt haben. Aber jetzt habt ihr mich ohnehin schon gesehen. Flanke finden. Das heißt, ich kann hier auch ruhigen Gewissens diese Knarre hier nehmen. Wow, what the fuck? Nein, 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 nein. Nicht in das Zielfernrohr des Turms kommen. Hier lang, da ist eine Gasse hinter dem Haus. So, einmal schön hinlegen. Ach, ist da bei denen jetzt beschäftigt? Ja, dann kann ich da jetzt mal... Shit, shit, shit! Ah, kacke! Ich dachte, der wäre bei denen so beschäftigt, dass der nicht auf mich achten kann. Das Arbeitslager ist am Ende der nächsten Straße. Ach, nicht nochmal den ganzen Kack hier. Das Eingangstor sollte nur leicht bewacht sein. Wir machen etwas Kraft, schalten ein paar von ihnen aus und locken den Rest aus dem Lager. Dann schleichen wir uns durch die Hintertür. Okay, an den Plan halten. Diesmal schmeiße ich hier direkt eine Granate in die Mitte. Es wird laut in 3, 2... Jetzt abwerfen! Okay, hier, friss die Granate. So, 3 Stück direkt ausgeschalten von Anfang an. Jetzt warte ich, mal, bis der da oben... Ja genau, und da kommen nämlich noch 2, oder? Bevor die hier nämlich alle anfangen, mit ihren Granaten rumzuschmeißen. Wachtürme! In Deckung! Runter von der Straße! Ja, das klappt ganz gut mit den Headshots hier. Nimm das, du Mistkerl! Wieder einer weniger. Und hier standen, glaube ich, noch ein paar. Jawohl, ja, hier frisst die Granate. Wir müssen es flankieren. Also mit den Granaten kann man hier echt viel... viel machen hier. So, stirb. Ach, Mann. Wir müssen und einen Ort finden, der höher liegt. Ja, dann mach doch... Dann findet doch bitte mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Wachturm ist auf mich mehr fixiert als auf die ganzen anderen. Hier lang! Da ist eine Gasse hinter dem Haus! Oh ja, hier, ich sehe was. Ich glaube, das ist schlau hier drin. Fenster, erster Stock! Wir können durch die Hinterhöfe! Hab noch einen erwischt! Ich stehe unter schwerem Beschuss! Jacobs, hier hinten! Ja, ich krieche hier mal lieber ein bisschen, weil der haut mir hier ziemlich die Hucke voll, der Typ. So, mal gucken, da war doch statt auch noch einer, oder? Okay. War keine gute Idee. Wo muss ich hin? Was denn? Von wo? Ich renne jetzt hier einfach ins Haus. Hier lang. Da ist eine Gasse hinter dem Haus. Ich bin jetzt erstmal im Haus, das ist auch schon mal was wert. Oh Gott, geh weg. Penner, ey. So, die beiden hätten wir. Hier lang! Da ist eine Gasse hinter dem Haus! Wo seid ihr denn eigentlich? Ich bin doch schon hinterm Haus, oder meint ihr das hier? Ja, das meint ihr, ne? So, jetzt Wachturm zerstören. Wieso kann er... Der kann sich manchmal nicht bewegen, ey. Das ist total schlimm. Ach, jetzt sind sie auf einmal da, oder was? Na, dann komm mal her. Freundchen. Ich habe auch Granatenball. Jawohl, ja, und meine nützen wenigstens ein bisschen was. Hölle, ja! Noch mehr von euch? Der kann nicht mal durch Holz schießen, was ist denn das für ein Versager? So, ich umrunde den jetzt mal eben. Fenster, erstes Haus, die Treppe hoch! Wir können von oben zuschlagen! So, noch einer mehr. Jetzt müssen wir es doch bald mal haben. Hier drin können doch nicht mehr so viele rumstehen, dachte ich. Wieder einer weniger. Ihr wisst ja, jeder weniger ist gut. Brücke vor! Also ich bin schon im Haus. Ich weiß nicht, wo ihr seid, Leute. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Mal gucken, ob von da oben, damit mich hier nicht von irgendeiner flankiert von hier oben. Außerdem liegt hier doch eventuell noch so ein Zeitungsartikel rum, oder? Ja, auch nicht. So, treffe ich von hier? Jawohl, ich treffe von hier. Jetzt so. Haben wir ihre Aufmerksamkeit.
Zum Versorgungstunnel. Wir müssen verschwinden, ehe sie mobil machen. Ja, dann geht mal hier, komm. So, wieder ein Wachturm weniger. Und wir sind hinter der Absperrung. Aber ich glaube, das wissen die ja jetzt. Ich glaube, die werden ziemlich schnell ein bisschen Verstärkung schicken. Und da will ich es ehrlich gesagt nicht drauf anlegen. Hier drüben. Ach so, da habt ihr einen neuen Tunnel. Ja, guck mal an. So, rein da. Na komm, Jacobs. Na komm. Ach so, ich muss mit E reinspringen. Eine Sekunde. Klingt, als würde der Plan funktionieren. Sie schicken ein Interventionsteam. Ich hasse diesen Ort. Die Leute hier drin waren mal Ärzte und Anwälte. Jetzt arbeiten sie in den Schieferminen. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich meinen Zahnarzt gesehen. Der Weg sollte jetzt frei sein. Also ich bin ganz ehrlich, meinem Zahnarzt würde ich sowas auch wünschen. Nee, war nur ein Spaß. Sowas wie das hier wünscht man keinem. So, komm, kletter. Lassen wir die Gewehre hier. Wir müssen unauffällig sein. Wie jetzt? Ich habe ehrlich eigentlich keinen Bock, meine Gewehre hier einfach irgendwo hinzuschmeißen. Behaltet eure Pistolen. Je schneller wir Arni finden, desto schneller können wir verschwinden. Okay, verteilen und hört euch um. Ach, jetzt können wir uns hier drin einigermaßen frei bewegen, oder wie? Ja, scheint so. Umhören, okay, dann wer bist du denn, mein Freund? Ich suche einen Typ namens Arni. Scheiße, Arni ist hinten. Über die Straße, über das Gerüst. Okay, über die Straße, über das Gerüst. Wenn ihr Arschlöcher erwischt werdet, habe ich euch noch nie gesehen. Was machst du? Was willst du? Die Kondensatoren müssen erst abgelötet werden. Schlimm genug, dass ich die für meine Essensrationen zusammenkratzen muss. Tut mir leid, ich wollte nur helfen. Ihr haltet euch für gottverdammte Helden. Schießt wild um euch und macht auf dicke Hose. Wenn sie euch hier finden, werden sie uns alle erschießen und in einen Graben werfen. Okay, ich glaube, von der können wir nicht mehr viel bekommen. Die hat offensichtlich keinen Bock, mit uns zu reden. Oh, die feine Lady. Egal, dann machen wir uns mal auf den Weg. Da liegt ein Zeitungsartikel. Und da ich ja wirklich alle Zeit der Welt habe, werde ich mir den natürlich direkt mal schnappen. Dass die hier aber auch echt so auffällig, unauffällig rumliegen. So, einmal bitte durchlesen. Das wär's. Man hat aber trotzdem immer das Gefühl, dass man noch welche übersieht, weil die hier so zahlreich abgelegt sind, ne? Aber die leuchten ja eigentlich ein bisschen ganz leicht hellgelb, also man sollte die doch eigentlich finden. Willkommen zur koreanischen Vision von Amerika, Jacobs. Sieht dir das nach Erholung aus? Boah, ist das ekelhaft da unten, ne? Da will ich nicht wohnen müssen und bei sowas, aber sowas gibt es ja wirklich, ne? So, komm, geh runter. Ich kann ja nicht an dir vorbei, weil... Boah, wie er mich jetzt hier halt durchquetschen will, ne? Penner. Schaff dieses koreanische Stück Scheiße weg. Ich bin Amerikaner. Ich bin in Auckland geboren, Arschloch. Ist mir scheißegal, wo du herkommst. Du und deine Leute machen nur Ärger. Geh weiter, hey, verschwinde. Haben Sie was zu essen? Ich habe solchen Hunger. Ach, der spricht mit Hopper hier. Verschwinde, Kleiner. Nehme alles, was Sie haben. Bitte. Ich habe kein Essen. Jetzt verzieh dich. Tut mir leid, Junge. Ich habe aber leider auch nichts dabei, was dir helfen könnte. Boah, ich weiß nicht, Nee, also da unten. Boah, da würde ich mich lieber selbst umbringen, als da unten zu leben. Einfach mit Schwung auf so einen Koreaner zu rennen, der wird dann schon abgenommen. Ich suche einen Typ namens Arni. Na und? Nie von ihm gehört. Schluss mit dem Scheiß! Zeig ihm das! Sag ihm, Boone schickt uns! Hey, komm mal! Bleib locker! Wo ist Boone? Und wer ist der Neue? Ein neuer Plan. Kannst du uns noch in das Depot bringen? Ja, weißt du, die Verwaltungsgebäude. Nein, nein, es muss da sein, wo sie die Busse haben. Die Peilsender müssen in der Nähe sein. Ja, ja, ich bring euch rein. Aber ihr müsst in der Nähe bleiben und tun, was ich sage. Folgt mir. Okay, wieder irgendein wichtiger Typ, der auch irgendwas kann. Bin mal gespannt, wann ich meinem Ziel gerecht werde. Glaubt ihr, dass ihr meine Familie rausholen könnt? Der Widerstand kümmert sich um seine Freunde. Das hoffe ich. Ich habe eine Tochter im Teenageralter. An einem Ort wie diesem passieren schlimme Dinge. Ja, ich wusste es doch. Niemand schießt. Frauen haben genauso viel, um das es sich zu kämpfen lohnt. Bist du irre? Mein Kind wird sich auf keinen Fall dem Widerstand anschließen. Ich würde den ja echt gerne hinterherrennen und die Geschichte fertig verfolgen, aber ich muss ja echt an allen Ecken nach diesem blöden Scheiß gucken hier. Haben euch wohl gehört und sind abgehauen. Sehr witzig.
eine Tochter im Teenageralter und das in so einem... ich will gar nicht wissen, wie oft die da vergewaltigt wird. Ja, es tut mir leid, aber ganz ehrlich. Die Leute hier gehören echt ausgerottet, die Koreaner, meine ich. Warten wir, bis die Schichten in den Schieferminen beginnen. Und der ist einfach unverschlossen? Man braucht keinen Schlüssel? Keine Sorge, ich habe mich darum gekümmert. Dafür bin ich ja da, oder? So, kann ich jetzt auch durch oder muss ich den Typen hier... Ja, ich muss den Typen hier vorlassen, war ja klar. Also, damit ihr es nicht falsch versteht. Es ist mir völlig egal, ob das jetzt Russen, Koreaner... Du dreckiges Schwein. Du Penner, ey. Außerdem hatten sie das bessere Angebot. Wir hätten dir helfen können. Es ist vorbei, was soll's, die Koreaner haben gewonnen. Es für ist dich aus. Ist es aus. Oh nein, ja, soviel zum Thema deiner Familie. Hat der Bastard uns einfach in den Hinterhalt gelockt, oder was? Okay, zwei Headshots haben wir schon verteilt. Drei haben wir verteilt. Und jetzt weg hier. Wir sind umzingelt. Die Treppen hoch und alle ausschalten. Ja, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Okay, 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 okay. Die haben es hier voll drauf, glaube ich. Pistole auf diese Entfernung zu treffen, ist echt nicht einfach. MG-Schützen, Erdgeschoss. Ja, jetzt lass mich erstmal nachladen. Was ich gerade sagen wollte, es ist mir völlig egal, ob das Koreaner, Russen oder Deutsche sind, die hier die Leute unterdrücken. Solche Menschen gehören einfach ausgerottet, egal welcher Nation sie sind. Wer sich erdreistet, andere Menschen so zu unterdrücken, der hat es nicht verdient zu leben. Das ist meine Meinung. Wir sind festgenagelt. Erledige diese MG-Schützen. Ich muss jetzt erstmal hier oben klarkommen, mein Freund. Bevor ich mich um irgendwelche MG-Schützen kümmern kann. Okay, die hätten wir erstmal alle. Wo kommen die denn alle her, verdammt nochmal? MG-Schützen, Erdgeschoss! So, wo sind die MG-Schützen? Ja, du hast eine Granate geworfen, ich hab's gesehen. Lass mich jetzt erstmal gucken, wo die MG-Schützen sind hier. Ich sehe nämlich keine, wenn ich ehrlich bin. Das Haus da sichern. Los, wow, 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 wow. Wir sind festgenagelt. Erledige diese MG-Schützen. Also auf Nahkampf ist die Pistole echt besser als so ein Ding mit Zielfernrohr. Ist ja noch jemand? Wahrscheinlich ist hier noch jemand. So. Bild von deinem Führer. Kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. War's das? Das war's? Echt cool. Signale aufheben. Ich hatte. Wir haben die Sender! Dann verschwinden wir von hier. Nichts lieber als das, mein Freund. Wir treffen uns unter dem Highway. Ich bin unterwegs. Boone ruht sich aus. Er wird es schaffen. Na super, guck mal an. Wir kürzen über das Baseballfeld ab und gehen durch das Elm Street Abflussrohr. Die Reise los, durchs Abflussrohr. Es ist gleich da vorne. Pass auf die Sender auf, Jacobs. Diese Treibstofftanker werden nur für ein paar Stunden in der Stadt sein. Wir markieren sie, bevor sie Montrose verlassen, schnappen uns einen Heli und verfolgen sie. Nur damit du deine Aufgabe kennst. Wir haben Helis? Es ist gleich da hinten. Gehen wir weiter. Aber danke, dass du mir sagst, was meine Aufgabe ist. So, okay, der war geschenkt. Wie gesagt, bitte auf Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. Na, jetzt komm, mach mal hin hier. Hopper. Meine Waffe ist weg. Ach, wahrscheinlich muss ich hier gleich erstmal runterspringen. Oder auch nicht. So. Oh mein Gott. Was zum Henker ist das? Ein Massengrab. Wir sollten umdrehen. Nicht. Was zum Teufel? Wie Abfall in eine Grube geworfen. Wie viele Leute sind das? Ihr Mistkerle. Elende Mistkerle! Ihr Mistkerle! Ihr denkt, ihr könntet uns in einen verdammten Graben werfen! Ach du Scheiße, du Penner! Wachtürme, bleibt hinter den Weg! Connor ist durchgedreht! Ich will Connor, ganz ehrlich, das war keine gute Idee! Wir sind doch kein Vieh, das ihr abschlachten. Wir müssen es ums Feld herumschaffen und nahe genug an die Türme rankommen, um eine Granate zu werfen! Dafür werde ich euch bezahlen! Ja, das ist eine gute Idee, Hopper! Wir müssen jetzt erstmal hier Connors Fehler ausbaden, dieser Penner! Musste das sein, Mensch? Hättest du dich nicht ein bisschen zügeln können? Noch einer erledigt! Naja, ich meine, ich kann sein Gefühl verstehen, ja? Rache ist ein sehr starkes Gefühl.
hinlegen. Oh, der hat eine Granate geworfen, ich hab's gesehen. Wo ist denn da hier noch einer? Ach, da! So, das wär's gewesen. Keiner mehr, oder? Oder kommt hier noch jemand? Wahrscheinlich. Wow, 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 wow. Hey, warte mal, hier, friss! Warte mal, der hat auch eine geworfen. Ah, fuck. Okay, gerade noch so überlebt. Noch ein Millimeter näher dran und es wäre aus gewesen mit mir. Apropos aus gewesen, dieser Party ist jetzt auch aus. Wir haben immerhin schon wieder 25 Minuten. Bis gleich, Leute. Tüdelü.